Hallo und herzlich willkommen zu Patch 0.71. Wir sind wieder hier und schauen uns an, was hat sich getan, wie hat sich das Spiel entwickelt, was hat sich geändert. Ich habe mir im Vorhinein schon mal ein bisschen die Patch Notes durchgelesen und es gibt viel Neues und auch interessante Sachen, die das Spiel nochmal komplett umkrempeln werden. Aber wir fangen jetzt erstmal wieder an, wir suchen uns eine Map aus. Wir sind sonst, glaube ich, auf Magdeburg, wenn mich nicht alles täuscht. Maximal 8 Dynastien. Ja. Dann gehen wir da doch gleich wieder rein. Der Charaktererstellungsmodus hat sich wahrscheinlich nicht geändert. Nee, das sieht nicht aus, als hätte ich da wirklich was geändert. Nehmen wir mal den hier. Naja, die sehen alle noch ungefähr gleich aus. Hier hat sich auch nichts verändert. Gibt es mittlerweile Eigenschaften, damit wir sehen, was die bringen? Nee. Kann man nicht mit Rechtsklick machen. Hier sieht man es. Ja, man kriegt eine Kurzbeschreibung. Ist jetzt nicht wirklich hilfreich. Wir starten wieder als Handwerker, wieder als Jeff Goldblum. Und wir starten mal heute mit der dänischen Flagge. Jetzt schauen wir erstmal, wie verhält sich die Ladezeit. Ja. Genau. Ich komme schon mal gleich auf das erste Thema zu sprechen. Und zwar hat gibt es jetzt bei Romanzen gibt's eine Änderung. Früher gab es ja zum Beispiel in Gilde 2, konnte man einfach auswählen, welche Liebhaber man auswählen möchte. Das ist jetzt hier auch wieder möglich, dafür gibt es einen Tooltip. Wenn wir unten gucken und erstmal sieht man sieht die Beschreibung hier, wenn man drüber geht mit der Maus, kommt sofort eine detaillierte Beschreibung, nicht nur was da wirklich, also was wirklich dran steht, sondern auch was dahinter steht. Also jetzt ein Kompliment machen ist ja eigentlich selbsterklärend. Auch Süßholz raspeln ist eigentlich fast selbsterklärend. Kuss ist natürlich noch einfacher. Und wenn ich auf eine Romanze beginnen klicke, kriege ich hier die Möglichkeit. Leider sieht man jetzt hier nicht, was dies bedeuten soll. Hier ist einfach irgendwie kein Tooltip oder sowas. Das müsste man auf jeden Fall noch nachmachen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier erstmal ein paar mögliche Ziele. Ich könnte aber auch ganz normal, wie ich das auch schon davor gemacht hatte, mein Ziel in der Welt suchen mit diesem Tooltip hier und könnte dann jetzt hier auf irgendjemand klicken. Genau, die Anne würde zum Beispiel jetzt gehen hier. So, steht es vielleicht sogar noch dran. Hiermit könnt ihr mit dem Umwerben einer Person des anderen Geschlechts beginnen und so deren Herz gewinnen. Einmal für euch entflammt, könnt ihr mit der Person eine Liebschaft eingehen und sie so zu eurem Vorteil nutzen. Oder aber, selbstverständlich der gottgefälligere Weg, die Person heiraten und eine Familie gründen. Macht Komplimente und kostspielige Geschenke und lasst damit auch dann nicht nach, wenn das Feuer der Liebe bereits entflammt ist, denn es kann auch wieder vergehen. Okay. Hier könnt ihr mit eurer Romanze dann eine Liebschaft eingehen. Man sieht hier, also ich lese einfach vor, hier könnt ihr mit einer eurer Romanzen eine Liebschaft, manche sagen auch eine Affäre, beginnen. Eine Liebschaft sichert euch die Gunst der Person zu, was euch unter anderem Vorteile bei Abstimmungen geben kann. Dann kann ich noch einen Heiratsantrag machen. Hiermit könnt ihr einer eurer Liebschaften einen Heiratsantrag machen und damit eine festgebundene und gottgefällige Ehe führen. Habt ihr euch das auch gut überlegt? Und als letztes jemandem etwas schenken. Da kriege ich sogar 5 EP als Belohnung dafür. Also wenn ich jetzt auf den Markt gehe und immer Sachen verschenke, bekomme ich da Erfahrungspunkte. Wenn ihr in jemandes Gutes Gunst steigen wollt, dann könnt ihr der Person einen Gegenstand aus eurem Inventar oder ein Beutelchen mit Geld zum Geschenk machen. Das funktioniert auch bei den Bewohnern von Stadtteilen. Das mit den Bewohnern von Stadtteilen habe ich bisher noch nicht ganz verstanden, beziehungsweise habe ich noch nicht richtig eingearbeitet. Das muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Was man jetzt aber auch hier sieht, ist, wenn ich gewisse Aktionen mache, wie jemanden angreifen, bekomme ich 25 Erfahrungspunkte oder ein Feuer löschen bekomme ich 25 Erfahrungspunkte, wenn ich betteln gehe, bekomme ich 5 und so weiter. Es gibt also für viele Sachen jetzt Erfahrungspunkte. Rühmt euch eure Erfolge, okay? Ihr wisst selbst am besten, wie großartig ihr seid. Nun ist es an der Zeit, dass auch alle anderen davon erfahren. Verwendet diese Maßnahme, um euren Einfluss in der Stadt zu erhöhen. Okay, also gehe ich mich praktisch selbst anpreisen, oder wie? Es ist auch eine interessante Möglichkeit. Okay. So, das waren jetzt erstmal hier die Kleinigkeiten. Jetzt kommen wir eigentlich zur größten Änderung, nämlich, dass sich das Talentbuch und komplettes Einflusssystem einmal auf 180 gedreht hat und alles jetzt mit Talern funktioniert. Wie ihr seht, wir können jetzt unsere Titel freischalten mit Talern.
Und wahrscheinlich später dann auch mit Einfluss, das weiß ich noch nicht ganz. Da habe ich jetzt auch erstmal nur den ersten Part reingehauen und beziehungsweise das erste Mal reingeschaut. Ich habe kurz vorher ein bisschen reingeguckt, habe mir das mal angeschaut, aber wofür der Einfluss jetzt genau benötigt wird, weiß ich jetzt nicht. Ich kann ja einfach mal den neuen Titel beanspruchen. Aber kein Einfluss gewonnen bisher, okay. So, genau, und da sieht man jetzt auch, die Talente wurden nochmal angepasst. Sieht jetzt alles nochmal ein bisschen anders aus. Und man kann sie, wie gesagt, für Geld freischalten. Und ambitioniert kann man gar nicht. Ah, okay, gut, jetzt verstehe ich es. Hier die, oder? Ja, genau. Die Handwerkskunst etc., Kräuterkunde, Gauner und Kostbereitung. Die ganzen Betriebe und Fähigkeiten kann ich mir da freischalten. Wenn ich aber die Talente möchte, also sei es irgendwelche Kleinigkeiten, Preis, Ansehensbonus oder was hatte ich letztes Mal genommen? Ich glaube, dass ich einen höheren Bonus, Geschäftssinn genau, dass ich einen höheren Bonus auf dem Markt bekommen habe. Dafür brauche ich jetzt Einfluss. Das heißt, ich muss mich praktisch durch viele Betriebe und auch durch gewisse Maßnahmen steigern und Einfluss sammeln. Was wohl auch geht, ist, wenn man einen Amtssessel inne hat, wie ich ja zum Beispiel in einem anderen Safe schon hatte, steigert sich der Einfluss immer um ein kleines bisschen, aber halt kontinuierlich, solange ich diesen Amtssessel innehalte. Das heißt, wenn ich wahrscheinlich noch einen besseren Amtssessel bekomme, bekomme ich auch noch mehr Geld. Was wir jetzt erstmal aufbauen, ist eine Handwerkerhütte. Ich weiß nicht, hat sich grafisch was geändert? Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber die Hütte habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht so gesehen und ich finde, das sieht alles sehr gut aus. Es ist auf jeden Fall nochmal performanter geworden als davor. Davor war es ein bisschen, beim letzten Patch war es ein bisschen laggy, meiner Meinung nach. Ah, und jetzt haben wir auch Einfluss gewonnen, dadurch, dass wir das jetzt gebaut haben. Das heißt, wenn wir jetzt 50 Einfluss hätten, aber wir müssten nur erstmal Freisasse werden, könnten wir auch hier schon Talente freischalten, die uns auch hier auf gewisse Sachen Bonuspunkte begeben, wie ich gerade gesehen habe. Wo war es denn? Hier unten war es irgendwo. Da genau, plus 1 Aufmerksamkeit würde ich dann einfach so dazu bekommen und könnte dann meinen Charakter natürlich nochmal besser steigern. Hier wird sich wahrscheinlich nur Kleinigkeiten verändert haben, das werden sie wahrscheinlich noch ein bisschen angepasst haben. Sah vorher schon ganz in Ordnung aus und hat auch funktioniert. Was gibt es noch? Das Kassenbuch. Das sieht nicht wirklich verändert aus. Der Familienstammbaum, ja. Und hier fehlt das Tagebuch, oder war es hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie das Tagebuch entfernt. Es gibt kein Tagebuch mehr. Interessanterweise haben sie das entfernt, weil es anscheinend gerade bei längeren Spielen dafür gesorgt hat, dass das Spiel insgesamt langsamer wurde und die Performance halt viel schlechter wurde. Deswegen haben sie das geändert. Hier hat sich wahrscheinlich auch nicht viel geändert. Was dieser Balken bedeuten soll, weiß ich jetzt leider nicht. Buch der Stadt, und hier kann ich mich dann ganz normal bewerben. Geht aber natürlich noch nicht, weil ich dann nicht den richtigen Rang oder Titel habe. Genau. Wir schicken mal unseren Jeff hier rein, wenn er denn möchte. Wenn er denn möchte. Hallo? Warum läuft er jetzt nicht? Ah, jetzt. Okay. Komisch. Genau. Und dann kann ich mich ganz normal die Angestellten erneuern. So, wer jetzt Kopfhörer an hatte, der hat auch sein Gehör durchgespült. Und auch dadurch haben wir wieder uns ein bisschen im Einfluss gesteigert, interessanterweise. Was wollte ich denn noch machen? Ich wollte noch ein Etat zuweisen. Ups. Ein Etat zuweisen. Dann machen wir einfach mal die angesprochenen 1000. So viel wie möglich erstmal. Und dann möchte ich auch immer erstmal produzieren. Und am Anfang macht man dann auch recht einfach Geld, was ich aber auch gar nicht so schlimm finde, weil es vor allem das Late Game der Fokus drauf ist. Ich habe jetzt natürlich hier schon. Jetzt sieht man auch plus 12 EP. Okay, jetzt gibt es auch wirklich eine Bestätigung. Und der Marktkarren bekommt auch, wenn er Sachen auf dem Ding verkauft, 40 EP. Das war ja beim letzten Mal schon so. Ich glaube, über die EP, die hat es noch nicht so angezeigt wie gerade. Genau. Den Einfluss kann ich so steigern. Was wollte ich noch sagen? Ich glaube, das war auch schon so. Das größte Talentbuch hatten wir uns angeschaut. Da geht es halt jetzt vor allem auch darum, viel Geld zu machen und dadurch halt die
nächsten Sachen freizuschalten, die dann aber auch nochmal Geld kosten zum Bauen. Das heißt, ich glaube, der Progress wird teilweise ein bisschen langsamer sein, wobei es am Ende gar nicht mehr so das Problem ist. Da hatte ich schon recht viel Geld in dem anderen Spielstand, aber konnte halt nicht mehr weiter meine Sachen ausbauen. Also, was wollte ich noch ansprechen? Ach, es gibt auch die Möglichkeit mittlerweile zu Habsburgern. Das bedeutet, ich suche mir jetzt einen Erben aus einer anderen Dynastie und umwerbe den und gehe mit dem eine Liebschaft ein und ich kann dann, habe dann die Möglichkeit, eine geheime Heirat zu machen. Und wenn ich das mache, ist der praktisch bei mir in der Dynastie auch mit dabei und ich kann ihn, wenn dann der Älteste stirbt aus der Dynastie, bekomme ich 75% der Dynastie, wenn es der Haupterbe ist. Sofern halt nicht das Kind oder sowas enterbt wird. Was natürlich perfekt ist, um eine Dynastie zu übernehmen, ohne gegen sie Krieg führen zu müssen. Das heißt, könnte ich einfach kurz hier zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal, die Dynastie, heirate ich die Tochter und lasse den Vater um die Ecke bringen und zack, hätte ich 75% der Gebäude, des Geldes und so weiter, hätte ich einfach geerbt. Was natürlich ein richtig, richtig guter Weg ist, halt wie gesagt, ohne groß Blut zu vergießen. Man kann es natürlich beschleunigen. Ich könnte natürlich auch warten, bis der stirbt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das zu beenden. Genau, wie gesagt, die Performance ist echt gut geworden. Also ich bin echt überrascht. Ich habe kaum Ruckler groß mehr und kann hier so schön über die Map rutschen. Kann auch die komplette Map angucken. Also die Performance haben sie sich echt Mühe gemacht. Finde ich super. War halt auch so ein Hauptgrund, warum es einfach nicht so gut spielbar war. Sieht man jetzt schon wieder, dass sich das geändert hat. Jetzt muss ich nur gucken, wo bin ich denn? War doch irgendwo hier. Nee. Ach, hier. Genau. Und wo kloppen die drauf, wenn sie nichts zu tun haben? Macht doch einen Dolch. Nee, kann er gar nicht. Macht doch einen Beschlag. Okay, nee, da fehlt. Ah! Da fehlt das Geld, ne? So kann man sich natürlich auch kaputt wirtschaften. Und die bringen nicht viel Geld, das heißt. Okay, dann muss ich jetzt mal gucken. Ja, aber man sieht halt, man kann sich auch schnell kaputt wirtschaften, wenn man es nicht richtig macht und wenn man es nicht richtig ernst nimmt, sondern einfach sich Titel kauft etc. Das ist natürlich eigentlich nicht das Ziel. Und der kann jetzt einfach nichts mehr kaufen. Und wir haben aber auch keine Möglichkeit mehr, was zu produzieren. Oh, er hat doch gekauft, okay. 14, da kann man ordentlich Beschläge machen. Das ist wahrscheinlich jetzt auch das Ziel. Ja, sieht wohl so aus. Also ganz kaputt gewirtschaftet habe ich mich jetzt noch nicht, aber fast. Es dauert jetzt auf jeden Fall wieder länger, um das wieder hochzubringen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde, die haben es gut gemacht, dass das Interface jetzt anzeigt, was wirklich dahinter steht. Nicht nur irgendwelche Maßnahmen, wo ich nie wusste, was sie bedeuten. Jetzt kann ich da einfach kurz draufklicken, beziehungsweise mit der Maus drüber fahren und sehen, was dahinter steckt. Und was ich ganz vergessen hatte, ich habe ja vorhin gesagt, XP bekommt er ja. Wofür braucht er dann noch die XP, wenn es eigentlich abgeschafft wurde mit dem Talentbaum? Natürlich noch, um hier aufzusteigen. Das heißt noch, um die Hauptattribute zu verbessern. Und die Sekundärattribute natürlich auch zu verbessern. Und das hat sich seit dem letzten Patch, glaube ich, nicht geändert. Das war jetzt auch das Gröbste, was sich geändert hat. Natürlich abschließend noch, wie eigentlich immer, außer letztes Mal, möchte ich drüber sprechen, lohnt sich der Kauf? Lohnt es sich, das Spiel jetzt zu holen? Was mir bei diesem Patch wirklich gefällt, ist, wie gesagt, dass die Performance sich verbessert hat und dass nochmal generell an den ganzen Geschichten, die von dem vorigen Entwickler erfunden wurden, in Anführungszeichen, gearbeitet wird und die überdacht werden. Und wie gesagt, ich finde auch, es sieht jetzt um einiges moderner und besser aus. Und meiner Meinung nach,
wie gesagt, immer noch im Sale, weil man immer noch keinen Multiplayer hat, was für mich auch noch einer der Hauptgründe ist, warum ich es zum Beispiel meinen Brüdern oder so nicht geholt habe, beziehungsweise empfohlen habe, da ich es gerne im Multiplayer spielen möchte. Und wenn ihr jetzt natürlich Bock habt und sagt, boah, ja, ich möchte sehr gerne die Gilde spielen und ich möchte mich da aber schon vorher einarbeiten und so. Wie man sieht, es kann sich mit jedem Patch sehr, sehr viel ändern. Das, was man da gelernt hat, kann auch schnell weg sein. Was aber schön ist, ist, dass die, wie gesagt, die Performance ist fast das Wichtigste und das, was einem auch am meisten auffällt, wenn man so ganz normal spielt, und die hat sich wirklich gesteigert. Deswegen im Sale würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Sonst würde ich einfach noch abwarten, solange ihr keinen großen Drang habt, das Spiel jetzt wirklich unbedingt spielen zu wollen. Es fehlen noch viele Dinge, es werden vor allem noch viele Dinge angepasst, aber man merkt einfach, dass es vorangeht und dass die Entwickler auch, ich glaube, auch Spaß dran haben und sich Mühe geben und dass die Entwickler auch Ahnung haben, was noch viel wichtiger ist. Genau, das war's mit dem heutigen Review zu Patch 0.71. Lasst mir eure Empfehlungen, Meinungen alle in den Kommentaren, dann kann ich darauf eingehen. Bis dann. Tschüss.